und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir starten heute in die Wintersaison mit der Tirol Snowcard am Tiefenbach Ferner in Selten. Selten, ganz genau. Ja, Wetter geil, Panorama noch besser. Yeah. Nico will schon wieder Leben am Limit machen. Da geht's ordentlich runter. Kann man das hochheben? Ach nein, das verschraubt, ein Glück. Es hat noch nicht zu viel Schnee, aber ich glaube, es wird richtig gut und es ist nicht viel Luft. So, jetzt dürft ihr exklusiv bei den allerersten Schwüngen der Saison dabei sein. Da fühlt man sich ja immer leicht behindert. Von dem her mal sehen. So ist auf jeden Fall der Blick in Richtung Skigebiet. Und ich würde mal sagen, für den 2. Oktober voll in Ordnung. Geilo, oder? Ah, wuhu! Mega, mega gut. Macht schon wieder Spaß. Gleich Bullzig ist ja eh mein allerliebstes Lieblingsterrain. Auch noch mal das weiße Band, das wir gerade runtergekommen sind, und jetzt geht es für uns rüber zum Rettenbach Ferner über die Felswüste sozusagen. Also schon ein wenig verrückt, aber ja, macht auf jeden Fall Spaß und mal schauen, wie es drüben so geht. Da ist ja dann Weltcup-Saisonstart am Rettenbach Ferner. Ende Oktober wird es sein, ja, natürlich. So, jetzt sind wir eben auf der anderen Seite, also Rettenbach Ferner. Das sieht dann so aus. Und das ist ja auch eine richtig lange Piste. Hopp, hopp. Schöner Mann. Gekommen sind. Auf die Tiefenbachseite, schön langsam schwächig. So, ich spreche mal in das Mikrofon. Wow, der Gletscher sieht hier komplett. Das sieht aus wie ein. Aber es ist Eis. Also man fährt auf weichem Eis. Hart, aber echt hart. Ja, und jetzt kommt wieder normale Piste. Echt gut mit dem Snowboard. Das ist jetzt eben die Aufnahme mit der Vlogging-Kamera, also auch vorher schon, wo Nico snowboardet. Deswegen könnt ihr ihn reden hören und ich filme. Aber dafür ist der Stabilisator leider nicht ganz so gut. Jausenzeit ist natürlich auch immer wichtig. Und hier in der Sonne ist es krass warm jetzt. Ja, ja. Was hast du Gutes? Ruhezspitz. Und du? Eine Butterbreze. Thank you.
vom Wetter her hat das heute immer so ein bisschen gewechselt, deswegen ist es am Anfang eher wolkig und jetzt nochmal super sonnig. Aber in Summe war es ein Megatag, eben keine Leute und richtig schön warm. Und von dem her eben leicht sulzig, zumindest auf dieser Seite des Gletschers. Und ja, besser geht's mit dem Snowboard ja kaum. Jeha! Schaut mal da, da ist mal ein Pistenfahrzeug, so ein Bulli mal von ganz nah. Krass, diese Kette. Huhuhu. Oh, der ist auch noch schön warm, war gerade im Einsatz. Boah, mega. Also für das, dass das jetzt so früh im Jahr ist, das erste Mal auf dem Brett wieder, geht echt gut. Schnee ist auch okay, ein bisschen wenig noch, aber passt. Wow, geiles Ding. Passend zu den Aufnahmen vom Pistenbully haben wir kurz vor Liftschluss nochmal richtig frisch gemachte Pisten bekommen. Besser wäre es echt nicht mehr gegangen. Das war natürlich ein Erlebnis, fast wie beim Powdern durch die im Prinzip matschigen Schneemassen. Nein, aber ihr wisst selber, das hat wie mit dem Buttermesser durch weiche Butter durchfahren. Also ja, geiler geht es einfach wirklich nicht. Ganz alleine und da nochmal Spuren durchziehen dürfen, haben wir gut erraten. Das war mit der allerletzten Gondel rauf und da kommen sie auch gerade, die Bullis. Und da gibt es noch mehr gut gemachte Piste für uns. Das sagt die Skifahrerin, gell? Das macht mit den Schienen auch Spaß. Oder wie seht ihr das? Das macht mit jedem Gerät Spaß, glaube ich. Frische, weiche Pisten. Den Gerät? Der Gerät. Ich mache der Gerät. Der Gerät, jawohl. Noch besser. Ja, da sieht man, dass es noch sehr warm ist. Hier fließt voll der fette Bach über die Piste drüber. Der Blick aus der Gondel auf den See ist auch noch sehr schön, finde ich. Ja, wie hat es uns denn gefallen? Nee, also ich fand's super irgendwie, weil heute war, glaube ich, der stressfreieste Saisonstart, ja, auf alle den ich irgendwie hatte, weil nichts los. Das war mega. Ein paar Pisten sind schon ganz gut gegangen, finde ich. Ein Stück. Zwei lange Pisten, oder? Die offen sind, die auch funktionieren. Das eine Stück seht ihr eh, ist halt ein bisschen schlechter. Ja. Aber in Summe, also ich fand's mega. Und wenn ihr jetzt hinter unserem Bus schauen könntet, dann wüsstet ihr auch, was da noch ist. Aber darum müsst ihr halt einfach dranbleiben, würde ich sagen, gell? Mhm. Sölden kann ja nicht nur Winterbetrieb, sondern da ist im Sommer auch was. Echt? Gehen wir zum Blockflöte spielen? Schauen wir mal. Boah, cool.